Irre, wie türkisfarben dieses Wasser ist. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Mount Cook. Da hinten sehen wir ihn schon noch nicht in den Wolken. Das wird sich noch ändern heute. Deswegen werden wir uns jetzt sputen, um noch den Walk zu machen und eine gute Aussicht zu haben. Aber schaut euch nochmal dieses türkisfarbene Wasser an. Ich bin gerade auf dem Weg vor zum Gletscher. Meine Fresse. Annalena ist zurückgegangen. Ist zu heftig der Strick. Der Track ist auch wirklich echt Geröll und Stein. Ist schon richtig weit oben. Und da vorne ist der Gletscher. Leute, gutes Mann. Was für ein schmaler Grat. Rechts geht's runter, links geht's richtig runter. Das ist alles nur Geröll. Immer noch auf dem Weg zu Mount Cook. Das ist jetzt ein Gletscher. So, näher komme ich dieses Mal auch nicht dran. Das ist ein gutes Stück gelaufen. Und nicht mehr weit bis Mount Cook. Jetzt heißt es, diesen ganzen Weg wieder zurücklaufen. Und den Hooker Valley Track dazu auch noch. Also für mich war es ein super Track auf jeden Fall. Das wird immer ein ganzes Stück und harte Arbeit zurückzulaufen. Aber ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe und den Gletscher aus einer anderen Perspektive zu sehen. Was sagt ihr eigentlich zu der neuen Kamera, zu den Aufnahmen? Ist das eine bessere Qualität? Ich muss mir jetzt zurückmachen auf den Weg, sonst wird sie dunkel. Der Berg wirft bereits den Schatten. Oh Leute, das ist der Track, den ich laufe. Ich bin sonst wie oft schon vom Pfad abgekommen. Jetzt auf dem Rückweg. Puh. Wenn hier nicht die Augen offen hältst, dann bist du weg vom Fenster. Weißt du nicht mehr, wo du bist. Da vorne muss ich noch hin. Ich glaub's nicht. Hinter das Endstück. Genau zu diesem Berg auf der anderen Seite. Sind ja nur knappe, was sind's? 10, 9 Kilometer. Also auf geht's.